Hi und willkommen aus meinem Krankenbett und zu meinem neuen Video. Ja, ich mache euch, wenn ihr möchtet, mal eine kleine Rundführung. Also das hier ist mein geliebtes Gute-Nacht-Hörnchen. Das habe ich seitdem ich denken kann eigentlich. Also seitdem ich mich zurückerinnern kann, habe ich dieses Nachthörnchen unglaublich gemütlich. Meine Empfehlung geht raus. Das hier ist Sandmannkissen. Das habe ich bekommen. Da war ich, glaube ich, so zwischen 3 und 4 Jahre. Dann hier oben meine Taschenlampe, mein Nasenspray und ein kleiner Mülleimer, falls man nachts irgendwie was danach hat, und Tempotaschentücher. Und hier als Gute-Nacht-Begleitung haben wir Schwubi, mein Schmusetuch, und Larry, mein Lämpchen. Ja, jetzt, ja, und ganz wichtig, meine schöne schwarze Kuscheldecke und meine Zudecke. Ja, und jetzt gerade neu dazu mein Halstuch und Mamas altes Nachthemd, weil ich gesagt habe, ich kann nicht ohne irgendwie was, also so Nachthemd oder irgendwas, kann ich noch kein Video drehen. Ja, wartet. Sonst haben wir noch im Moment gerade immer dabei mein Handy, also das liegt gerade da drüben, weil das Drehhandy ist ein anderes, das habe ich mir gerade bringen lassen. Ja. Und dann haben wir da hinten noch einen Wecker und das Zeug. Also, aber das ist alles völlig egal. Und vor allem sieht das total staubig und dreckig gerade aus. Da gucken wir jetzt mal nicht hin. Ja. Ja, in meinem nächsten Video erzähle ich euch dann, wie ich überhaupt in dieses Krankenbett gekommen bin und meine ganze Geschichte. Also, ich kann euch sagen, ich bin jetzt schon wieder auf dem. Nee, ich glaube nicht. Aber ich wollte euch jetzt gerade so voll die optimistische Botschaft vermitteln, aber nee, da kommt gerade noch nichts. Ja. Oh. Entschuldigt, ich habe seit Tagen so ein Spleen, seitdem ich hier in diesem Bett liege, dass mit dem Zahn hier was nicht stimmen könnte. Und jetzt, wo ich gerade auf der Kamera sehe, weil das mache ich ja öfters mit dieser Kamerafilm, sehe ich, dass der immer noch genau gleich ist wie immer. Tja, wieder was gelernt. Ja, Larry, Schwubi und ich, wir sagen euch bis bald. Ciao.